Untergeschoss Marienplatz in München. Vormittags. Sei eine Hetzerei. Die Leute pressiert's alle. Jeden Wochentag sitzt Karl-Heinz Wendige hier. Von 9 bis 17 Uhr und verkauft die Straßenzeitung bis. Manchmal sitzt man 2 Stunden da und verkauft gar keine. Karl-Heinz Wendige ist ein Pionier. Seit der Gründung vom BIS vor fast 20 Jahren ist er dabei. Der ehemalige Obdachlose verdient sich damit seinen Lebensunterhalt. 2,20. Bitte? 2,20. Aha. Habe ich schon länger nicht mehr gekauft, gell? Ja, Freunde, das ist seit dem 1. Dezember. Aha. Das hätte es nicht höher geben brauchen. Von mir aus nicht. Ich finde es eine ganz gute Sache, dass das, ja, dass man den Menschen eine Arbeit gibt. Bestimmt schöner als einfach irgendwo zu sitzen, wo keiner mit einem redet und ja, genau. Also von daher finde ich das gut. Also ein Menschen möge ich kommen, der was mir versteht. Das ist der größte Wunsch. Aber es gibt keiner. Du bist ein Grübel und du kannst nirgends mehr wohin gehen, das ist es. Früher konntest du noch einen Stammtisch fahren und jetzt geht's nicht mehr. Und meinen Hund kann ich auch nicht haben. Vor 3 Jahren kostete ihn eine Pilzinfektion sein rechtes Bein. Wegen der Krankheit musste er auch Hündin Bella weggeben. Die Zeitung ist nun sein Leben. Tag für Tag. Danke dir. Brauchst keine. Danke. Gebettelt habe der 75-Jährige noch nie. Auch Sozialhilfe will er nicht. Ungefähr 20 Euro drin. Ich zahle meine Wohnung, alles selbst, so viel verdiene, ich kann leben. Ne? Solange ich selber mit diesen Händen arbeiten kann. Geschäftiges Treiben unter dem Marienplatz in München. Hier sitzt Karl-Heinz Wendige. Allein. Unter vielen. Dankeschön, danke, danke. Wiederschauen. Er macht das Beste daraus.